meine Lieben, wir haben heute ein Musical.ly Video für euch. You know. Ja, wir haben noch nie eins hochgeladen, aber Vicky hat schon mal den Account nämlich gemacht irgendwann. Ich habe das überall gesehen und ich finde es eigentlich mega schön, Musical.lys anzuschauen. Ich habe dann Musical.ly auf Instagram gefolgt, die posten dann oft welche oder einfach dann manchmal reingeguckt und mich angeschaut und ich liebe das. Ich bin immer so begeistert. Ich hatte von Anfang an schon so die Ahnung, dass ich da nicht so gut drin sein werde. Das ist aber nicht mein Talent. Aber ich hatte schon Bock drauf. Es sieht schon echt lustig aus. Sehr spät, aber jetzt machen wir es. Ja. Jetzt probieren wir es aus. Wir sind so die Letzten, allerletzten auf dieser Welt. Naja, aber dann können wir von anderen lernen. Am besten gucken wir uns vorher noch so 1, 2, 3 an und schauen ein bisschen, wie die das machen. Tricks abschauen. Und vor allem, wir werden dieses erste Musical.ly hochladen. Egal wie blöd und kacke das wird, wir laden das hoch. Und wir blenden es aber auch hier live mit euch ein. Ihr könnt dann uns gerne kritisieren, aber lieb kritisieren und sagen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Wenn es uns Spaß macht, machen wir weitere. Wenn es uns keinen Spaß macht, dann nicht. Aber das eine bleibt online, das ist versprochen. Okay, wir schauen uns jetzt mal Optimalbeispiele an, um uns ein bisschen Tipps zu holen oder was zu lernen. Oh my god, I have a new phone. I'm going to be really careful. 2 hours later. Day 2. Oh. Okay, also ich glaube, okay, es gibt auch welche, wo man nur redet. Was ist da? Zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck. Dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Wer sind die? Wow, 8,88 Millionen Fans. Ich glaube, da können wir uns gut was abschauen. Und zwar sind das Lisa und Lena. Ich kenne jetzt nicht berühmte Musical.ly-Leute, aber das sind berühmte Musical.ly-Leute. Das sind Zwillinge und die sind mega süß. Warte mal. Mann, ich wünsche mir auch eine Zwillingsschwester. Kannst du mich nehmen? Oh. Schauen wir mal irgendeines an. Look at the envy, the hit him with the arms. Hit him with it, hit him with it. Boom, boom, boom. Hit him with it, hit him with it, hit him with it. Hit him with it, hit him with it. Oh, oh. Hit him with it. Hit it. Hit him with it, hit him with it. Hit it. Ja, man, die haben's drauf. Send it to my phone, send it to my... Vor allem, die machen mal so eine süße Choreo und da sind sie sogar so ähnlich angezogen. Das finde ich voll cool. Das sieht echt mega cool aus. Ach, guck, die halten die Kamera gar nicht selbst. Ach, stimmt. Die haben die einfach in einem Stativ oder so aufgestellt. Aber das geht doch nicht, oder? Ja, die können sich so gut bewegen. Die müssen nicht dieses Täuschungsmanöver mit der Hand machen. Man muss doch das drücken, dachte ich. Vielleicht halt vielleicht haben sie ein Gerät dafür. Ich glaube, das ist in einem Stativ. Glaubst du, das hält wer? Vielleicht haben sie von irgendwie einen Finger abgeschnitten und den draufgeklebt. Einzige logische Erklärung? Ja, wahrscheinlich. Hier ist gerade ein Schmetterling am Fenster vorbeigeflogen und die Hunde knurren es an. Das sind ja ihre natürlichen Feinde, Schmetterlinge. Da muss man gegen kämpfen. Ihr Dummerchen. Man soll am besten echt zu jedem Wort irgendeine Bewegung machen. Aber die üben doch das vorher, oder? Macht die das so? Bestimmt. Die sagen so, hey, dann machen wir so, 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 bum, bang. Und dann, nee, oder? Die müssen auch bestimmt den Text lernen. Die machen das bestimmt 5-mal, bevor die das... Wahrscheinlich sind sie so Talente, machen das einmal und können das. Aber jetzt können wir uns fast nur mal blamieren, oder? Sollen wir noch ein paar schlechte anschauen? Hey, kann man irgendwo eigentlich schlechte Musical.lys? Wir können wahrscheinlich ein Jahr üben, bis das so gut wird. Okay, dann lass uns das mal versuchen. Jetzt bin ich noch nervös. Vielleicht sind wir auch Naturtalent, wir wissen es noch nicht. Legen wir los, komm. So, schmeiß das Programm an. Wir brauchen einen Song. Ich glaube mal auf Plus und dann Musik auswählen. Zuerst aufnehmen, das geht auch. Es gibt deutsche Hits, deutsche Hits. Aber Popular, das sind nämlich die coolsten. Oh, ich will Ellie Goulding, Still Falling For You. Das ist mein neues Lieblingslied. Oh, das ist cool. Aber wir sollen ein schnelles, oder? Ist ein langsames, leichter? Keine Ahnung, ist langweilig. Dann machen wir jetzt, was wir kennen, oder? Closer. Oh, das finde ich auch cool, dass I Can Treat You Better. Das war da irgendwo. Ja, das singt doch ein Mann. Willst du den Mann singen? Kann man das nicht? Das ist ja so cool, als würden wir das singen, dann müssen wir schon Frauenlieder nehmen. Oh. Wenn wir nehmen, nehmen wir Work From Home. Ja, das mag das können wir ich, nehmen. Das nehmen wir. Episch, langsam, normal, schnell, rasch. Normal. Wow. Müssen wir schräg halten, so beide. Willi ist auch dabei. Oh, beide. Probieren wir einfach mal, was jetzt kommt. Und dann muss man... Okay, warte, ich... Hey, ich kann den Text ja gar nicht. Muss man den Text vorher lernen? Steht. Ich dachte, da wird eingeblendet, das wäre cool wie Karaoke. Eva, kannst du den Text? Mm-mm. Welcher Teil von dem Lied überhaupt ist? Warte mal, ich schau mir das mal an, was jetzt ist. Wir sitzen da und lachen. Wieso? Unser neues Musical.ly. Bitte nicht veröffentlichen, nicht veröffentlichen. Erneut aufnehmen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt das Konzept so langsam raus. Aber es ist irgendwie kompliziert. Also wenn man hier schnell drückt, dann wird das Video nachher gespult, wo wir
machen und das Lied wird aber langsam abgespielt. Und dann gibt es ja auch noch Rasch, das ist noch schneller. Aber dann ist doch bestimmt, Rasch ist bestimmt für die völligen Anfänger. Und mit schnell sind wir dann schon leicht fortgeschritten. Weil wir ja schon so verdammt fortgeschritten sind. Aber jetzt braucht man ja so eine komische Choreografie, oder? Ja, wir müssen irgendwelche Handzeichen uns überlegen, oder? Ja, warte. Holen wir mal den Text. Braucht man den Text oder tut man nur Mund auf, Mund zu? Nein! Oh Gott, wir sind echt die größten Anfänger. Das ist bestimmt das schlechteste erste Musical.ly-Video aller Zeiten. Ich kann nicht mal mehr mein Passwort. Durcheinander bin ich schon. Du kack, Alter! Oh Mann! Sie hat gerade zweimal ihr Passwort falsch eingegeben. Ich bin nicht gleich gesperrt. Ich hab's. Okay. But I can stay these nights alone and I don't need no explanation because baby, you're the boss at home. Ich hab schon einen. You're the boss, ne? You're the boss? Oh, ne? Oder wir machen you're the boss. Das ist cool. Boss. Ja. Dann machen wir das. Machen wir abwechselnd die Zeilen, okay? Ich nehme, but I can stay these nights alone. Nimmst du das oder nehme ich das? Okay. Nehmen wir das zusammen. Okay. Okay, ich halte das Handy, oder? Weil ich bin rechts. Ja. Oh Gott, dann muss ich ja singen, mein Handy bewegen, mein Gesicht bewegen, mein Körper bewegen. Wieso lässt dann so viel über Musical.ly? So einfach ist das gar nicht. Da braucht man echt Multitasking-Talent. Probieren wir es einfach. Und dann ist es eine Überraschung. Okay. Wir legen uns jetzt ein Konzept und dann sind wir mit unserem ersten Musical.ly zurück. Bye, bye. See you soon. Baby. Boss. Warte, ich muss irgendwie das kriegen erst. Crazy. Aber Leute, unsere Choreografie, die war richtig gut, oder? Okay, schauen wir es uns an. Schlecht. Nee. Ich finde, an den Handbewegungen können wir noch ein bisschen arbeiten. Das finde ich gut, wirklich so von hinten nach vorne. Das ist eine coole Bewegung. Ja, das war gut, das war gut. Man muss vielleicht größere Handbewegungen machen, vielleicht mal so wuh, wuh, wuh. Ja, aber da braucht man halt so einen guten Hintergrund überall. Ja. Ich brauche so eine kilometerlange Lichterkettenwand. Wir haben es jetzt noch als privat, aber machen wir es einfach jetzt öffentlich? Schon alle? Ja, uns folgt eh noch keiner. 202 Fans. What? Wieso? Ich habe das Profil schon lange her einmal gemacht, weil ich ihm gedacht habe, ah, oh, Musical.ly sind bestimmt toll. Und anscheinend haben uns da schon 202 Leute entdeckt. Hallo ihr 202 Leute, ganz viele Küsse an euch. Ihr seid die Ersten, die da live dabei sind. Wenn ihr einer von den 202 wart, dann schreibt uns das unbedingt in die Kommentare und nicht lügen. Wie benennt man die denn? Macht man da Hashtags oder ich schreibe mal unser erstes? Schreibt unser erstes Musical.ly und ey, macht den Affen mit den Augen zu halten. Posten wir es? Schritt 2 von 2, hochladen. Oh mein Gott! Kommentare? Nein, nur Likes, oder? Hier das Herz ist Likes. Oh, Kommentare auch. Null Herzen. Uns hat es mega viel Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen üben, aber es hat uns Spaß gemacht. Das heißt, wir werden noch ein paar weitere Musical.ly's auf unserem Account machen. Also schaut gerne auf unserem Account vorbei. Lasst uns super gerne einen Daumen nach oben da für noch mehr Musical.ly-Videos. Und wenn ihr auch Musical.ly's dreht, dann schreibt uns unbedingt mal euren Namen, also euren Nutzernamen in die Kommentare, weil wir folgen noch niemanden, oder? Wir brauchen ganz viel Inspiration, wenn wir folgen können. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!